Mehr als 3000 Wohnungen sind seit der Grundsteinlegung vor 9 Monaten in Berlin-Hohenschönhausen an die Mieter übergeben worden. Fertiggestellt sind 4 Schulen, 4 Kindergärten und Krippen, ein Feierabendheim, die erste Kaufhalle. Berliner Bautempo, das allein hier in diesem Jahr für rund 9000 Bürger bessere Wohn- und Lebensbedingungen gebracht hat, viele neue Adressen für die Möbeltransporte. Das war ja hier wie so ein Lottogewinn mit der Wohnung. Jetzt haben wir 3 Zimmer mit Bad, Balkon. Naja, besser kann man es nicht kriegen. Wie lange wohnen Sie hier schon in Berlin-Hohenschönhausen? Eine Woche. Wie fühlen Sie sich? Gut, ja. Uns gefällt es hier gut, trotz der vielen Bauarbeiten, die hier noch sind. Das wird ja alles noch schöner. Ich kann nur erstaunen, erstmal, was überhaupt geleistet wurde. Und in der kurzen Zeit, oder wie gesagt, man sieht, dass es vorwärts geht. Noch in diesem Jahr werden S-Bahn und Straßenbahn bis Berlin-Hohenschönhausen fahren, sollen die erste Gaststätte und Dienstleistungseinrichtung fertig sein. Den Taktstraßenkollektiven des Berliner Wohnungsbaukombinates geht es in erster Linie um die termingerechte Übergabe der Wohnungen. Wir werden als Taktstraße 5 Karl Marx noch bis 1986 hier tätig sein und einen Teil der insgesamt 35.000 Wohnungen mit übergeben helfen. Stimulierend hat natürlich auf uns gewirkt die Grundsteinlegung des Generalsekretärs im Februar dieses Jahres. Und stimulierend und mit Stolz hat uns natürlich auch erfüllt, dass wir zum 35. Jahrestag unseren Plan erfüllen konnten. Unser Ziel ist es, unsere Leistung weiter zu erhöhen und weiter zu stabilisieren, um das Wohnungsbauprogramm mit hohem Tempo weiter zu verwirklichen und damit das Wort der Partei mit verwirklichen helfen.